Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Betriebsrat ist in die Ohren gekommen, dass es bei uns noch Leute gibt, die nicht so ganz aufgeklärt sind. Was ist los, Paul? Nein, nicht was du wieder denkst, du Schlickefänger. Soll sich was schämen in deinem Alter. Nee, Herrschaften, mit dieser Entwicklungshilfe. Und wo wir doch jetzt Donnerstag die 8 schwarze Praktikanten kriegen, nicht von Nigeria, wollte ich da mal gern ein paar Wörter drüber verlieren. Ja, guck mal, es gibt doch Leute, nicht? Wisst ihr doch selbst. Wenn die einen Neger sehen, nicht? Fangen sie gleich am Grinsen. Glauben sie bloß, weil sie ein bisschen weißer sind wie der. Nicht, als wenn der Neger und andere Völker nur Blödmänner wären. Ja, komm, erzählt mir nix. Was ist denn, wenn einer mit dem Finger an der Säge kommt? Soll da in Unfallkrankenhaus bei diesem Dr. Uwamba. Nicht, dann sind sie auf einmal, ach, dann ist auf einmal alles wieder heile. Nicht, hat auch nie wehgetan, nur weil sie den Mann da die Sache nicht zutrauen wollen. Und ihr kennt doch den Jupp Koschinski. Der war doch genauso, nicht, wenn der Neger gewahr wurde, war auch gleich dran mit Bananenbieger, ne, Entwicklungsgorilla und so Schimpfwörter war er zugange. Ja, jetzt letzten März schickt er seine Firma nach Afrika auf Montage. Nicht, und kaum kommt er an, nicht, da fängt er hier, kriegt er so einen Bauchweh, nicht? Und seine deutsche Kollegen, die hatten nur den Rat, komm, steck einen Finger in den Hals, nicht? Oder muss er eben einen kleinen Fläschchen Rizinus trinken, so Sachen. Aber seine schwatte Hiwis, die haben noch einen Buckel gepackt, nicht, in den nächsten Urwaldkrankenhaus rein. Und da war auch so ein Neger, der hier in Deutschland, nicht in München, hatte der seinen Facharzt gemacht. Der hat ihn dann vielleicht aber ein Blinddarm daraus montiert. Mein lieber Scholli, du, da hat der Beerdigungsfirma mit dem Sarg schon vor der Tür gestanden. Nicht so ein Kaffensmann war das. Und jetzt müsst ihr den Jupp mal hören. Nicht, sagt er, wenn er noch mal einen Blinddarm kriegen sollte, nicht, da käme für ihn aber nur einen schwarzen Doktor in Frage. Nicht so hat der ihn damals schön das Leben gerettet. Und könnt ihr selber mal drüber nachdenken, wer denn jetzt von dieser Entwicklungshilfe wohl am meisten davon gehabt hat? Ich meine, ich habe nur die Tage mal persönlich mit dem Minister gesprochen, nicht, der da in Bonn diese ganze Neger und Araber, diese Entwicklungssachen alles unter sich hat, mit dem Herr Wischnewski. Der sagt mir aber auch, das wäre doch ein Blödsinn, wenn es immer heißt, dass wir die ganze Entwicklungsmillionen nur verschenken täten. Ist doch nichts von wahr. Nicht, die Herrschaften kriegen die Möpse doch nur geborgt und müssen sie jeden einzigen Pfennig wieder zurückzahlen mit Zins und Zinseszins mit bei. Weil, guck mal, das Geld, das dürfen die ja überhaupt nicht mit zu Hause nehmen, sondern müssen sie hier in Deutschland gleich irgendwelche Traktoren verkaufen oder schon mal Kunstdünger, damit dieser Dünger auch die deutsche Industrie dann wieder zugutekommt, durch den Export. Nicht, dass wir alle eine schöne Auftragslage da, nicht? Also, ohne dem wären wir doch schon bald alle arbeitslos. Und guck mal, wie war das denn bei VW? Jetzt wird so schlecht lief alles, nicht? Kein Umsatz mehr. Nicht, ja, da haben sie aber durch den Export, konnten sie das ausbalancieren und heute können die Brüder sich vor Arbeit doch nicht retten, nicht, so qualmen denen die Socken. Weil nämlich von jedem VW, glaube ich, mehr als die Hälfte in Ausland geht für den Export. Also, bitteschön, ne, kann man doch mal sehen. Und Kollegen, jetzt denkt mal zum Beispiel, ihr wollt meinetwegen Kühlschränke nach Afrika verkaufen, nicht? Ich meine, die schwarze Herrschaften da, die wollen ja auch ihren Steinhäger, nicht, ihr Pülleken Bier, nicht, ihr Lebtag lauwarm trinken. Ja, bitteschön. Jetzt haben aber die Kühlschränke einen Haken. Nämlich, das gibt da unten in den Dörfern doch noch gar keinen elektrischen Strom. Und deshalb sagt sich die Entwicklungshilfe so, wenn wir die Leute da, die Kohlen pumpen, nicht, für dass sie sich hier in Deutschland ein Kraftwerk kaufen können, ist klar, das machen wir ja auch nicht für die ihre schönen Augen, sondern denn verdient ja zuerst mal da hier die Kraftwerksfabrik dran. Aber, Kollegen, jetzt geht es ja erst richtig los. Nämlich, wenn die Neger elektrisch haben in ihre Hüten, was meint ihr, was die dann am Kaufen anfangen? Nicht Kühlschränke, Radios, Plattenspieler, Staubsauger, Waschmaschinen, Trockenrasierer, Heizkissen.
Den ganzen Krempel, was wir auf Halde haben, den könnten wir doch da noch wunderbar verscherbeln. Und ich meine, da ist doch wohl klar, wer dann bei dieser Entwicklungshilfe auf der Dauer aber da den Reibach macht. Ich meine, da muss man doch ein bisschen mal hier jetzt auch vernünftig in der Zukunft da schon mal reinblicken, ne? Und außerdem ist es auch schön, wenn bei dieser Gelegenheit noch die deutsche Seele, nicht, oder Kultur, alles, diese künstliche Werte, was der deutsche Mensch so im Lauf der Jahre ausgeschwitzt hat, ne, Goethe, Freddie Quinn, diese ganze Kanonen, dass der Neger sich da auch mal eine Scheibe von abschneiden können. Ihr seht doch, wie das bei den Chinesen geht, nicht, mit ihren Mao Mao, haben sie doch jeden Tag da so Kulturrevolution, nicht, und Bevölkerungsexplosion, dass sogar die Russen da schwer Manschetten haben vor die Brüder, nicht? Sind die doch richtig eine Gefahr für die Menschheit. Und warum? Weil wir das versäumt haben rechtzeitig, Kollegen. Ne, wenn wir da vor 50, 60 Jahren Entwicklungshilfe gemacht hätten, uns darum gekümmert, dass die Leute Arbeit hatten, anständig zum Futtern, dann gäbe das doch diese Chinesen heute überhaupt nicht. Da wäre doch die ganze gelbe Gefahr ein einziges Land des Lächelns. Und deshalb wollen wir doch jetzt wenigstens aufpassen, dass die Schwatten in Afrika nicht vielleicht auch noch Chinesen werden. Und Herrschaften, denkt doch auch jetzt noch mal eben an unsere eigene Vergangenheit. Wir waren doch auch ein Entwicklungsland. Nicht Narrenkrieg, wie sah das denn aus? Nicht keine Klamotten zum Anziehen, nicht die Betriebe in Eimer, nichts zum Fressen. Haben wir mal locht wie der Idioten und was ist bei rausgekommen? Nix, bis dass die Amis hergegangen sind mit ihrer Entwicklungshilfe, nicht? Und haben uns da diesen Marshallstab oder Plan, ne, haben sie uns überreicht. Und dann konnte doch das Wirtschaftswunder erst richtig über die Bühne rollen. Und guck mal jetzt, wie die Amis heute dastehen. Erstmal können sie mit uns dicke Geschäfte machen, seit dass wir wieder Moos haben. Und zweitens haben sie außerdem noch das schöne Gewissen, nicht? Das gibt es nämlich bei der Entwicklungshilfe gratis, nicht, für umsonst mit bei. Dass man immer sagen kann, man ist die anderen Mitmenschen behilflich gewesen. Wie kommt man sich dadurch gleich noch beinahe richtig wie so ein anständiger Mensch vor? Naja, Kollegen, ich wollte nur mal so ein bisschen hinweisen, nicht, wenn die Praktikanten kommen aus Nigeria, seid nett und freundlich dazu, nicht, denkt dran, was wir die Leute noch alles verkloppen wollen in den nächsten Jahren, und dann werdet ihr selbst erleben, wie die Früchte eurer Entwicklungshilfe ganz schön noch jeden einzigen von uns in Schoß plumpsen, ehrlich.